Herr Meier, Sie sind ein Augenzeuge. Was haben Sie genau beobachtet? Ich habe den Beat Schlatter gesehen vorbeilaufen, da, wo ich da auf dem Bänkchen gesessen bin. Plötzlich war ein Tumult da vorne. Sind da zwei da zu rennen gekommen und einer voraus. Und dann bin ich dann runtergeschaut und die Polizei war dann schon da gewesen. Und dann haben sie dann schon mit den Handschellen also auf dem Rücken gehabt, oder? Dann bin ich wieder retour und dann habe ich eben da gesehen, also eben der Beat Schlatter, dort haben sie dann schon gesteckt, also Infusion, oder? Und da habe ich dann einfach schnell gesehen, dort liegen, wo es dann hat auch nicht so schön ausgesehen, also der erste Blick, oder? Wie hat er denn ausgesehen, also? Ach, er hat mich gedacht, ein bisschen Blut und verblutet und haben dann eben eingepackt, oder? Ich hätte ihn da gar nicht mehr gekannt, als Beat Schlatter im Moment, oder? Wie hat denn der Täter ausgesehen? Haben Sie den gesehen? Ja, von weitem, von da bis zum Baum vielleicht. So ein schlanker, scheinbar sei es ein Italiener. Ich habe es erst nachher gehört, oder? Aber Sie haben dann gesehen, wie zwei ihm nachgerannt sind? Ja, da, von da aus dort, gegen die Bahnhofstrasse herab, ja. Und die haben dann eben, der eine hat dann noch gesagt, das sei ja grauenhaft. Der hat im Fuß, also mit dem Schuh in den Kopf gekinkert.